Wir als Hessische Grüne, wir bleiben, wie wir sind. Wir kämpfen für unsere Ziele, wir machen Politik, um etwas zu verändern. Und wenn ihr diesem Koalitionsvertrag heute zustimmt, dann wird Hessen in den nächsten 5 Jahren sehr viel grüner werden. Grün wirkt. Seit wir Grüne in Hessen mitregieren, haben wir der Politik eine neue Richtung gegeben. Hessen ist grüner und gerechter geworden. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Die grüne Ministerin Priska Hinz fördert Ökobauern. Mit Erfolg. Anfang 2018 hat der 2000. Betrieb in Hessen auf Öko umgestellt. Wir sind bundesweit Spitze beim Ökolandbau. Immer mehr Menschen wollen Lebensmittel ohne Gift und Gentech. Und immer mehr davon kommen aus Hessen. Und damit Tiere auf allen Höfen besser leben, hat der Runde Tisch Tierwohl Verbesserungen erarbeitet und umgesetzt. Auch in der Forschung sollen Tiere nicht leiden. Deshalb haben wir 2 Stiftungsprofessuren eingerichtet, um Alternativen zu erforschen, damit Tierversuche überflüssig werden. Der Wald ist auch Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, keine reine Holzfabrik. Deshalb stellen wir den Staatsforst komplett auf besonders ökologische Bewirtschaftung nach dem FSC-Standard um. Auch Hessen muss seinen Beitrag leisten, um die Erderhitzung zu bremsen. Unser Klimaschutzplan ist bundesweit einzigartig, denn er nimmt neben Strom und Wärme auch Verkehr, Landwirtschaft, Bodenschutz, Abfall und Abwasser in den Blick. Immer mehr Strom kommt aus sauberer Windkraft. Allein die seit unserem Regierungsantritt errichteten Anlagen erzeugen Strom für mehr als 550.000 Haushalte. Damit Energie nicht verschleudert wird, haben wir das umfassendste Programm für Energieeffizienz aufgelegt, das es in Hessen je gegeben hat. Alle Menschen sollen die gleichen Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft bekommen. Deshalb stocken wir das Sozialbudget auf 118 Millionen Euro auf. So sichern wir verlässlich die Hilfe für Menschen in Not. In Frauenhäusern, in der Beratung für Verschuldete und Opfer von Gewalt, mit Programmen für Langzeitarbeitslose und mit vielen anderen wichtigen Initiativen. Mit den bundesweit einmaligen Aktionsplänen zur Integration von Flüchtlingen und zur Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts haben wir nicht nur für eine gute Aufnahme und Integration von Geflüchteten gesorgt, sondern auch mehr bezahlbaren Wohnraum geschaffen, zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und neue Programme gegen Extremismus und Rassismus aufgelegt. Wir arbeiten für eine bunte, von Vielfalt und Respekt geprägte Gesellschaft. Dafür gibt es erstmals einen eigenen Bevollmächtigten der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung. Der grüne Staatssekretär Kai Klose gibt diesen Themen eine starke Stimme in der Landesregierung. Als zentrale Anlaufstelle für Menschen, die Diskriminierung erleben, haben wir die Antidiskriminierungsstelle des Landes geschaffen. Weil Wohnen kein Luxus ist, sondern eine Frage der Gerechtigkeit, haben wir die Mittel für bezahlbaren Wohnraum deutlich aufgestockt. Kein einziger Antrag auf den Bau von Sozialwohnungen scheitert am Geld. Aus der Allianz für Wohnen ist unter anderem die Baulandoffensive Hessen entstanden, die Städte und Gemeinden dabei unterstützt, Flächen für neue Wohnungen zu nutzen. Damit alle Kinder und Jugendliche gerechte Bildungschancen bekommen, haben wir das Tempo beim Ganztagsausbau an den Schulen verdoppelt. Das hilft auch den Eltern, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Wir wollen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Dabei unterstützen wir unsere Schulen mit 4.350 neuen Stellen. Erstmals engagiert sich das Land flächendeckend in der Schulsozialarbeit. 700 Sozialpädagoginnen und Pädagogen helfen dabei, Kinder und Jugendliche individuell zu fördern. Denn neben dem Bildungsauftrag wird auch der Erziehungsauftrag von Schule immer wichtiger. Damit Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können, haben wir die inklusiven Schulbündnisse auf den Weg gebracht. Erstmals unterrichten mehr Sonderpädagoginnen und Pädagogen im inklusiven Unterricht an Regelschulen als an Förderschulen. Und auch nach der Schulzeit investieren wir in Hessens Köpfe. Mit der Rekordsumme von 9 Milliarden Euro für Forschung und Lehre an den Hochschulen bis 2020.
Zusätzliches Geld fließt in den Hochschulbau, in neue Studienplätze und in mehr Wohnungen für Studierende. Kultur darf kein elitäres Vergnügen für wenige sein. Deshalb haben wir im Kulturetat die Unterstützung von freien Theatern und die Soziokultur deutlich aufgestockt, den Kulturkoffer für Kinder und Jugendliche geschaffen und die Filmförderung neu organisiert. Für mehr Mobilität und Lebensqualität hat Verkehrsminister Tarek Al-Wazir die Weichen für eine umweltfreundliche Verkehrswende gestellt. Dank deutlich mehr Geld von Land und Bund können die Verkehrsverbünde bessere Bahn- und Busverbindungen anbieten. Rekordinvestitionen für Schienenprojekte bringen die Bahn voran. Und dank unserer Sanierungsoffensive fließt Geld für bessere Straßen und für Radwege statt für publikumswirksame Neubauten. Und mit dem Schülerticket können alle Schülerinnen und Schüler für 1 Euro am Tag in ganz Hessen Bus und Bahn fahren. Für unsere Wirtschaftspolitik gilt, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Deshalb fördern wir zum Beispiel schnelles Internet, Unternehmensgründungen und die Kreativwirtschaft. Und wir haben durchgesetzt, dass bei öffentlichen Aufträgen soziale und ökologische Standards verlangt werden können. Damit die Menschen in Hessen sich sicher fühlen, setzt grüne Sicherheitspolitik auf eine kluge Kombination aus Prävention und guter Ausstattung der Einsatzkräfte. Das wirkt. Die Kriminalität in Hessen ist 2017 auf den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren zurückgegangen. Hessen ist eines der sichersten Bundesländer. Damit die Städte, Kreise und Gemeinden Schulen sanieren und andere wichtige Aufgaben noch besser erfüllen können, stärken wir ihnen finanziell den Rücken durch Rekordzahlungen des Landes und mehrere Investitionsprogramme. Trotz all dieser wichtigen Investitionen in die Zukunft ist es uns gelungen, zum ersten Mal seit 50 Jahren einen Landeshaushalt vorzulegen, der schon in der Planung ohne neue Schulden auskommt. Denn wir wollen nicht auf Kosten kommender Generationen wirtschaften. Seit wir in Hessen mitregieren, haben wir vieles zum Positiven verändert. Grün tut Hessen gut. Wir wären aber nicht die Grünen, wenn wir uns mit diesen Erfolgen zufrieden geben würden. Wir wollen auf dem Erreichten aufbauen und Neues auf den Weg bringen. Für mehr Gerechtigkeit, Ökologie, individuelle Freiheit und Weltoffenheit.